Welcome back to Aurora Hunters! Nein. Willkommen, Vegonauten. Wer es noch nicht gesehen hat, im letzten Video haben wir uns als Nordlichtjäger Aurora Hunters versucht. Das verlinke ich euch hier oben einmal. Heute wollen wir uns noch ein bisschen die Lofoten angucken. Nussfjord und wahrscheinlich Hamnøy, Sakrisøy. Irgendwie sowas in der Richtung. Wir sind halt im Grunde jetzt so ein bisschen auf der Suche nach dem typischen Lofoten-Motiv mit den roten Häusern, mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund, mit dem Wasser im Vordergrund. Gucken, ob wir es finden. Ja, leider spielt das Wetter mal wieder nicht so mit. Und heute gibt es dann noch eine andere Extra-Folge, nämlich die Autoschrauber. Weil ich habe gerade das Problem, und das ist wirklich ärgerlich, dass hier mein Sicherheitsgurt klemmt. Ja, weiß ich nicht. Hatte ich schon mal. Danach habe ich den eigentlich gereinigt. Danach funktioniert es jetzt auch. Es war ziemlich, als wir den gekauft haben. Also fast jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Jahre hat es jetzt ohne Probleme funktioniert. Jetzt mal wieder. Keine Ahnung, woran es liegt. Wahrscheinlich muss ich jetzt einmal die komplette B-Säulenverkleidung abschrauben und gucken, woran es liegt. Und dann geht es hoffentlich gleich sicher angeschnallt weiter. Das Wichtigste beim Autoschrauben ist natürlich, dass man Platz hat. Das ist hier schon mal nicht der Fall. Alles steht voll. Irgendwie. Und wir stehen irgendwo an einer Straße. Na gut, trotzdem machen wir das Beste draus. Zweitwichtigster Punkt, Werkzeug. Der große Werkzeugkoffer ist zum Glück immer dabei, weil Werkzeug ist immer nützlich. Egal, was man hat, man kann es unterwegs. Drittwichtigstes Feuerlöscher. Falls aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen beim Demontieren der B-Säulenverkleidung das Auto Feuer fällt. Safety first. Ja, war einfach ein bisschen verklemmt. Ich konnte eben hinter die B-Säulenverkleidung fassen und ja, schon läuft's wieder. Jetzt alles wieder zusammen und dann kann es endlich weitergehen. Nussfjord angekommen. Ja, süßes kleines Fischerdörfchen, wie in so vielen Dörfern und Städten hier natürlich auch mit typisch roten Häuschen, aber nicht das Motiv, was wir suchen, das, was man überall irgendwie so kennt. Und ja, an sich würden wir uns das auch irgendwie mal einmal kurz angucken, aber da es halt tatsächlich wieder ordentlich regnet, haben wir uns dagegen entschieden und fahren jetzt mal zum nächsten Spot. Den Spot gefunden. Schnee ist leider noch nicht auf besagtem Berg, aber die roten Häuser sind da. Ja, es regnet aber leider immer noch, ist alles total neblig, Wolken verhangen und wir befürchten fast, dass dies tatsächlich der erste komplett verregnete Tag auf dieser Reise sein wird. Aber gut, im Endeffekt können wir uns glücklich schätzen, das ist. Ja, das ist nur dieser eine Tag. Bisher hatten wir eigentlich immer so klar mal Schauer. Irgendwie auch mal längere Schauer, aber wir hatten immer zwischendurch Trockenphasen oder so, dass die Sonne rauskam und wir halt auch was machen konnten. Ja. Und ja, deswegen an sich sind wir, glaube ich, ganz zufrieden mit dem Wetter. Doch, wir haben ja auch noch ein paar Tage. Heute ist halt ein bisschen doof. Jetzt müssen wir überlegen,
was wir machen, ob wir heute schon die Lofoten verlassen oder ob wir morgen warten. Aber wir gucken, denke ich, nochmal in den Wetterbericht für morgen auch. Genau, wir fahren jetzt nochmal ein bisschen weiter, gucken nochmal uns ein paar schöne Stellen an und dann gucken wir auch mal genau, wann die Fähren fahren, weil das haben wir irgendwie auch noch nicht ganz verstanden. Ja. Ja, aber aufgrund des schlechten Wetters gibt es jetzt zumindest kein Foto von den roten Häusern, aber wir gucken einfach mal weiter und wer weiß, wie gesagt, vielleicht haben wir noch Glück. Ja, und da seht ihr die besagte Stelle. Der Berg dahinter ist im Winter voller Schnee und ja, zeigt dann im Grunde das beliebte Motiv hier auf den Lofoten. Wir sind jetzt in auf den Lofoten angekommen. Der südlichste Ort hier auf den Lofoten, zumindest der südlichste Ort, den man mit dem Auto erreichen kann, aber ich glaube auch wirklich der südlichste. Und ja, Wetter ist immer noch miserabel, aber laut Wetterbericht soll es in der nächsten halben Stunde aufhören zu regnen. Deswegen haben wir uns jetzt hier erstmal auf den Parkplatz gestellt, warten hier jetzt einfach noch ein bisschen und wenn es gleich wirklich aufhört, dann gehen wir nochmal runter ins Zentrum. Der Regen hat jetzt aufgehört. Wir hoffen, dass es ein bisschen länger anhält. Und wir gehen runter ins Zentrum von Or. Und da soll es nämlich sehr, sehr gute Zimtschnecken geben. Und mal sehen, ob wir noch welche kriegen heute. Für die Saison geschlossen. Keine Zimtschnecken für uns. Wir sind jetzt in Rheine. Wir haben hier gerade unser Frischwasser nochmal aufgefüllt und unser Grauwasser abgelassen. Und es ist jetzt so ein ständiges Hin und Her zwischen Regen und Trocken. Und hier versuche ich jetzt nochmal mein Glück. Ich bereite gerade meine Angel nochmal vor. Und ja, vielleicht, weil es ist jetzt gerade auch ein Regenbogen auf dem Wasser, vielleicht bringt der ja Glück. Wir werden es sehen. Endlich doch noch erfolgreich einen Köhler gefangen, beziehungsweise auch Seelachs genannt. Ich habe es ja doch schon ein paar Mal probiert, nicht immer gefilmt, aber war bisher noch nicht erfolgreich. Jetzt relativ zügig einen gefangen. War auch nichts mit Algen irgendwie oder so. Nee, genau, es war ein guter Angelspot hier eigentlich. Und den gibt es dann heute Abend als kleine Beilage zu den Resten vom Nudelauflauf von gestern. Ja, und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir heute schon die Lofoten verlassen. Wir fahren jetzt gleich noch einmal nach Hamneu und Sakresol, um zu gucken, ob wir noch ein paar Fotos machen, weil es regnet zurzeit nicht. Und dann werden wir uns aber auch schon Richtung Moskenes zum Fähranleger begeben, wo wir dann weiter nach Bodø fahren. Musik.
Okay, das war wirklich kurz vor knapp. Wir sind ja jetzt nochmal nach Hamneu gefahren, wo es die roten Fischerhütten gibt. Und ich wollte da ja unbedingt nochmal ein Foto machen mit etwas besserem Wetter. Und es ist auch sehr cool geworden. Also es ist super dramatisch jetzt irgendwie auch mit den Wellen im Vordergrund. Und man sah halt nur vom Weitem, wie so diese riesengroße Regenfront kam. Und ja, letzte Foto geschossen und es fing sofort an zu regnen. Ich bin nur noch zurück zur Wego gerannt, aber es hat sich gelohnt, definitiv. Wir sind jetzt schon in Moskenes am Fähranleger, da steht Wego. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ich glaube, also was heißt ein bisschen, 3 Stunden oder 3,5, 4 Stunden irgendwie so, doch recht lange. Aber wir nutzen die Zeit, machen uns hier jetzt Essen und genau, dann genießen wir hier noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen des Tages, weil die ist gerade mal wieder rausgekommen. Wahrscheinlich regnet es nachher wieder. Ja, und dann setzen wir über nach Bodø. Sind wir also wieder auf dem Festland und dann müssen wir uns auch langsam schon wieder Richtung Süden bewegen, denn auch ein langer Urlaub neigt sich irgendwann dem Ende zu. Während wir hier noch auf die Fähre warten, bereiten wir jetzt den Fisch zu und machen es uns ganz einfach. Wir wälzen den Eimer nur kurz in Mehl und dann kommt er so in eine Pfanne und dann soll er eh nur als Beilage zu unseren Resten vom Nudelauflauf von gestern sein. Und so kommt er jetzt gleich in die Pfanne. So, erstes Filet ist fertig. Das wird jetzt einmal probiert. Ja, ein bisschen Gewürz kann noch dran. Ja. Aber ansonsten lecker. Schmeckt. Ich war schon öfter fischen mit meinem Vater auch. Hab auch schon mal einen Hecht selber zubereitet. Aber das ist jetzt der erste Fisch, den ich selber gefangen, getötet, ausgenommen, filetiert und zubereitet habe. Und deswegen ist das jetzt schon echt mal was Besonderes. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ist jetzt gleich zum Glück zu Ende. Die hat uns beiden jetzt doch ganz schön zugesetzt. Es war aber auch heftig. Die See war ganz schön unruhig. Zeitweise flogen hier die Tabletts des bordeigenen Restaurants umher. Ja. Aber nein, das hinterlässt jetzt natürlich so ein kleines negatives Beigeschmäckle zum Lofoten-Abenteuer. Aber es ist auch das echt windig gewesen heute Morgen. Ja. Von daher, ja. Also da hätten wir gerne drauf verzichtet, aber dadurch haben wir natürlich auch ein neues Reisesouvenir. Hier so einen schönen Kotzbeutel, wobei wir uns dann doch für die unbenutzte Variante entschieden haben. Ja, gleich dürfen wir dann wieder runter zum Auto und wir hoffen einfach, dass Leia und auch Wego das ein bisschen besser überstanden haben als wir und gerade Leia uns nicht den ganzen Bulli vollgekotzt ist. Aber das sehen wir dann ja gleich. Oh, yeah. Das hast du gut gemacht. Ja. Yeah. Hey. So, Leia hat's gut überstanden und wir sind vom Schiff. Jetzt suchen wir uns noch einen Schlafplatz. Und dann war es das auch fürs heutige Video. Wenn euch das Video gefallen hat von den Lofoten, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und vergesst natürlich nicht, unseren Abonnal zu abonnieren. Ja, genau.
dann verpasst ihr auch nicht die letzten Skandinavien-Videos, die jetzt noch aus, beziehungsweise Norwegen-Videos, die jetzt noch kommen. Und natürlich auch alles andere, was dann danach kommt. Also, bis dann. Ciao.